Hallo und herzlich willkommen zum Sport 1 TV EM Studio. Gute Laune bei Lukas Podolski. Der Nationalspieler hatte sich ja zuletzt erstmals unzufrieden über seine Rolle beim FC Bayern in den abgelaufenen 2 Jahren geäußert. Bei der EM blüht der 23-Jährige wieder auf. Und die Gründe für seine starken Leistungen im bisherigen Turnier liegen für Poldi auf der Hand. Ja, mit Harald gehe ich ab und zu in die Sauna, daran wird es aber nicht liegen, aber... Naja, aber sonst, ich denke, ich habe ja immer wieder gesagt, nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten Jahren, ich bin immer froh, wenn ich hier bin, weil ich hier ein super Umfeld habe, ein super Team im Hintergrund, mit dem Harald auch natürlich. Und ich habe das Vertrauen vom Trainer hier, ich spiele hier regelmäßig, zeige gute Leistungen und ich denke, darum ist das der Hauptaugenblick. Natürlich sind die Bemühungen des FC Bayern, Mario Gomez vom Neckar an die Isar zu holen, auch Lukas Podolski nicht verborgen geblieben. Und während sich Poldi bei wachsender Konkurrenz im Bayernsturm wohl so seine Gedanken machen wird, startet Nationalmannschaftskollege Per Mertesacker ganz offen bereits Abwerbungsversuche. In Bremen geht es sehr, sehr gut zur Sache und da wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Furore gesorgt. Ja, jetzt würde ich das auch mal in Erwägung ziehen, weil er wirklich durch seine Leistung hier besonders bei der Nationalmannschaft gezeigt hat, dass er wirklich auch das mal in der Champions League zeigen sollte. Ich kann da nur zustimmen und sagen, ja, das könnte klappen. Aber wie gesagt, das müsste auch von ihm jetzt immer ausgehen. Ja, ich kann da nicht rumbetteln die ganze Zeit. Der für 2 Spiele gesperrte türkische Nationaltorhüter Volkan wird im EM-Halbfinale am Mittwoch gegen Deutschland definitiv nicht spielen. Am Montag bestätigte die Berufungskommission der UEFA die Sperre. Volkan hatte in der Vorrunde beim 3:2-Sieg gegen Tschechien Stürmer Jan Koller umgestoßen und dafür die rote Karte gesehen. Österreichs Nationaltrainer Josef Hickersberger hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. In der österreichischen Tageszeitung Der Standard verriet der 60-Jährige: Ich bin leer und müde, ich brauche eine Auszeit. Das Kapitel ist abgeschlossen. Nachfolger könnte der bisherige Teammanager und ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Herzog werden.